Schon ist er am Ausrasten, ne? Wer hat mein scheiß Licht ausgemacht? Fragt er sich jetzt, ne? Klar, fragt er sich auch zurecht. Ich hab's ja ausgemacht. Mr. Nachbar, hören Sie sofort auf mich anzugucken oder ich muss Sie voll ka... Mensch, auch gerade, du kannst mir Angst machen mit deinem komischen Gesicht. Dabei habe ich selbst ein komisches Gesicht, versteh ich? Ich mache mir auch Angst. Kinder, was geht denn bei euch ab? Psst, 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 psst. Ich wollte doch Sneaky Peeky like gehen. Oh, Mr. Nachbar. Mann, ich heb hier die ganze Zeit den Scheiß auf. So, Mr. Mr. Nachbar. Haben Sie gekackt, Mr. Nachbar? Ich klaue jetzt Ihr Auto. Ich bin so richtig spacey, tricky, freaky, Jonathan Freak. Ich sehe ihn nicht hier drin. Die Bahn fährt, alles klar. Mr. Nachbar, hören Sie sofort auf mich anzugucken oder ich muss Sie voll ka... Wie er rausgebottet ist. Achtung, 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 Achtung. Wir brauchen Tomaten. Warte mal. Ist der Nachbar? Oh fuck. Oh fuck. Okay, okay, okay. Wartet. Wartet, wartet. Ah, Wasser. Oh Gott! You can't hit me, bitch! Ich hab nämlich einen Tipp bekommen, du böser Nachbar. Ich gehe einfach in mein Haus, ganz alleine, ganz nach Haus. Zack! Tja, vielen Dank, Monsieur. Jetzt weiß ich nämlich, wie ich dir entkommen kann, du haariger alter Sack, du verschissener Nachbar. Du mit... Mensch, auch gerade, du kannst mir Angst machen mit deinem komischen Gesicht. Dabei habe ich selbst ein komisches Gesicht, versteh ich? Ich mache mir auch Angst. Nachbar. Ah! Ich muss uns nicht schnell... Bitte gib. Da ist eine Tür! Oh. Ich habe Taschenlampe. Bam! Wow. Der meint auch gerade, der kann uns verarschen, ne? Aber nicht mit mir, Alter. Wo ist meine verschissene Taschenlampe? Da bist du ja. So, ich nehme jetzt den Ball mit und jetzt wird's nämlich ominös. Pass auf. Wir gucken mal kurz, wo er ist. Nachbarlein. Okay, warte, wir machen hier aus. Und ich glaube, dass er da hinschlappt. Deswegen gehe ich noch ein bisschen weg. Merkst du was? Schon ist er am Ausrasten, ne? Wer hat mein scheiß Licht ausgemacht? Fragt er sich jetzt, ne? Klar, fragt er sich auch zurecht. Ich hab's ja ausgemacht. Achtung. Okay, aufheben. Okay, und jetzt... Und das Bett, das ja auch aufheben. Gut, 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 gut. Und langsam wieder gehen. Circa so. Oh Gott, da ist wieder diese scheiß Falle. Noch mehr Fallen. Oh Mann. Ich habe noch meinen Ball dabei. Damit will ich ihn distracten. Ist ja, wenn er auf einmal meint, er kann uns hier so hinterrücks, weißt du? So in den Mund kacken. Nicht mit uns, Alter. Oh, nicht mit uns. Ich befürchte aber, dass er jetzt da vorne irgendwo steht. Ich glaube, er steht ganz, ganz, ganz nah. Diese Tür da oben interessiert mich doch auch stark. Was hat er da? Ich glaube, dass er da oben ist. Ich glaube, der läuft da oben rum bei seinen Überwachungsgeräten. Warte mal. Okay, okay. Ich bin wieder weg, Nachbar. Er läuft da oben rum, das ist so gruselig. Da ist er, da ist er. Okay, er kommt jetzt runter. Wisst ihr, was wir machen? Ich schmeiß jetzt den Ball hier oben rein. Kirka so. Und das habe ich ja super hinbekommen. So, geh hoch. Halt, mein Ball. So, und jetzt gehen wir ganz schnell vorne rein. Hier. Und machen hier schon mal die Schräubchen ab. Die Nägel. So. Jetzt brauchen wir nur noch den Dietrich von oben. Ich habe die Befürchtung, dass er nicht oben ist. Ich glaube, er ist unten. Ich hätte ihn ja auch gerne unten, wenn ich ehrlich bin, weil ich muss ja hoch und den verschissenen Dietrich holen. Wenn ich den Dietrich habe, kann ich hier durchpirschen und darunter springen. Und wenn ich ins Bett gehe, behalte ich, glaube ich, alle Sachen. Also ich glaube, wir könnten es ja echt schaffen, alles zu bekommen. Alter, tricky, tricky, dude. Ist fucking tricky. Das ist jetzt echt unangenehm, denn er ist da oben. Ich weiß es. Ich weiß, dass er da oben ist. Er stapft darum, aber ich kriege ihn von da oben nicht runter. Jetzt habe ich mal das Fenster eingeschmissen. Ich gehe jetzt halt hoch. Ich versuche hochzugehen. Ich schmeiß den Ball weg, weil ich brauche immer einen freien Slot. Okay. Gut. Das Tor geht da irgendwie nicht auf, das Garagentor. Ich glaube, ich weiß, wo er ist. Der fährt mit seinem Fahrstuhl doch immer hin und her. Der hockt jetzt 100 Pro in seinem kleinen, schwulen Fahrstuhl drin und meint, er kann mich hier auslachen. Ey, wenn er das Ding hier aufdreht, ne? Die Hitze. Und ich jetzt dann plötzlich sofort zerschmelze mit dem Hai. Dann raste ich schon so ein bisschen, ne? Dann könnte ich möglicherweise etwas rasten. Ich muss mir hier oben aufmachen. Oh, das ist extrem spannend. Gut, wir lassen es hier mal zu. Also, hier ist die Tussi, die mit den ihr wisst schon, was schmeißt, mit den Fliegern. Die schmeißen wir mal direkt irgendwie weg. Gott, hört ihr das? Ich glaube, er kommt. Oh Gott! Zum Glück habe ich aufgemacht. Komm! Okay. Was ist los mit dir, Monsieur? Oh fuck, da kommt er schon. Er ist ja schon da. Ich habe ihn nicht gesehen. Kippe! Okay, okay, schnell, schnell. Letztes Mal war ich hier. Das wird wieder funktionieren, ich weiß es. Mist! Sag bloß, meine Sachen sind jetzt weg. Ja! Ja, wir haben noch alles, wir haben noch alles. Oh ja, wir nehmen das Radio mit.
Damit können wir ihn runterlocken. Und Leute, an der Stelle mal direkt einen fetten Daumen nach oben geben für das krasse Auto hier. Guck mal, wie er das geputzt hat. Alter, das ist doch Massenspurenchrom, Kapitulation, Assi-Hurensohn. Also Daumen nach oben, ja Kinder? Weil so ein Auto, das seht ihr so schnell nicht mehr. Das ist ein DeLorean. Ah ja, wisst ihr, was jetzt der Trick 17 bei der ganzen Chose hier ist? Alter, hat sich die Farbe hier drin gerade verändert? War das nicht gerade eben nicht grün? Ist hier noch alles aus, beziehungsweise an? Ah, er hat einfach das Feuer angemacht. Bist du deppert oder was? Pass auf. Geht der jetzt runter? Man kann auf dem Zaun stehen, cool. Wo ist denn der jetzt hin? Ich hab dir eben ein Radio reingeschmissen. Willst du den nicht ausmachen? Du Monko Junge. Ich gehe jetzt halt wieder hoch und hoffe das Beste. Mein Fenster ist noch eingebrochen, sehr gut. Och, guck mal, wie er jetzt zugemacht hat. Frechdachs. Er ist schon so ein frecher Mann. Müssen wir ihm lassen. Wir lassen ihn uns einfach jagen. Und wenn ich ihn unten an meinem Haus hab oder er unten an seinem verschissenen Haus ist, renne ich ja wieder hoch. Also mache mach's, Mensch, hey, was frech ich denn so blöd? Er darf mich jetzt nur nicht kriegen. Gut, ich bin darauf gefasst. Oh, ich war nicht darauf gefasst, es zählt nicht. Geh weg. Du blätter Mann, du Gemeiner. Nein. Nein. Hopp. Gott. Okay. Okay. Oh, Leute, diese eklige Gänsehaut jedes Mal, ne? Die macht mich fertig. Ah, die macht mich gerade mal fertig. Komm her. Na, 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 na. Leute, wir schaffen das. Wir gehen schnell hoch. Wie ein cooler Mann. Dann gehen wir hier rüber, weil ich es kann. Wir und ich, das macht doch gar kein... Oh Gott! Puppe, erschreckt mich nicht so. Dann scheiße ich mich das nächste Mal. Komm! Okay, ich hab alles im Griff, ich hab alles im Griff, ich hab alles im Griff. I got it in the fucking grip, dude! Come on, dude! Shit in my pants! Wenn er nämlich für mich in die Hosen scheißt, kann mir nichts mehr passieren. Dann bin ich sicher. Ja, komm! Hey! Du haariges Schwein! Leute, wir haben es geschafft, Alter! Wir haben es einfach ultra gemeistert. Verstehst? Wir haben das Ende gesehen und es war gut. Also zu sehen war es durchzuleben, also lebendig begraben zu werden. Ich weiß nicht, ne? Ob mir das jetzt so gefallen... Ich weiß nicht. Aber man soll sich ja auch nicht immer über so Sachen aufregen, ne? Also ich meine, so ein Begräbnis kann auch schon was Schönes sein. Auch wenn es das eigene ist und man gar nicht begraben werden will, weil man noch lebt. Salatkopf. Hier und wieder ein weiteres Hallo an die Community-Mitglieder. Ihr seid recht herzlich hier auf diesem Kanal willkommen und auch am Ende dieses Videos angekommen. Vielen Dank, dass ihr auch für mich da seid, Leute. Bis zum... Ah! Aua. Es hat auch seinen Nachteil, ein Spaß zu sein. Weißt du, mein Stirnacke, Alter, mein Durchschnitt. Bis zum nächsten Mal. Guckt die anderen Videos an. Huhu.